was sich nicht alles ändert, wenn man alt wird. So wie bei Dackeldame Nina. Sie ist schon 14 Jahre auf der Welt und vieles fällt ihr heute nicht mehr so leicht wie früher. Der Hund mag eben auf einmal nicht mehr Treppen steigen. Er bewegt sich auf einmal anders als sonst. Vorher ist er vielleicht vor einem hergerannt. Auf einmal läuft er nur noch hinter einem her und man muss ihn dauernd rufen. Er mag nicht mehr so richtig laufen. Wenn er aus dem Körbchen aufsteht oder von seiner Decke aufsteht, dann fängt er halt an, so ein bisschen zu humpeln, die ersten Schritte. Das sind schon so ein bisschen Zeichen, dass es losgeht, also dass es nicht mehr so einfach ist für den Hund und die Bewegungsfähigkeit einfach so ein bisschen eingeschränkt wird. Außerdem haben sie natürlich auch eine gewisse Sturheit. Sie wollen dann oft eben nicht mehr in die Richtung, in die wir vielleicht wollen. Sie wollen bestimmte Sachen einfach nicht mehr machen und sie nutzen das auch so ein bisschen aus. Eigentlich kann man schon nicht mehr so richtig hören, aber manchmal klappt es schon noch und dann kann man das wirklich gut auch benutzen, zu sagen, ich höre jetzt einfach gar nichts mehr. Also man muss als Hundebesitzer dann wirklich genau gucken, ist es jetzt wirklich, mein Hund will nicht oder mein Hund kann nicht. Claudia Jung kennt sich aus mit Tierseniorenob Pferd, Katze oder Hund. Für ihre alte Nina scheint heute eine Massage das Richtige zu sein, denn auf dem Spaziergang war sie doch sehr unbeweglich und steif. Die Beweglichkeit bei alten Tieren ist oft eingeschränkt. Dadurch nehmen sie auch eine Schonhaltung ein, die Muskulatur verspannt. Wenn ich massiere, dann löse ich die Muskulatur, ich löse die Verspannung. Die Lebensfreude des Tieres nimmt wieder zu, die Bewegungsfreude des Tieres nimmt wieder zu und damit insgesamt die Lebensqualität des Tieres. Ganz ruhig schaut Nina der Massage entgegen. So eine Behandlung dauert ungefähr eine halbe Stunde. Zuerst wird der Rücken abgetastet, um zu schauen, wo Verspannungen sitzen. Wenn die gesamte Beweglichkeit eingeschränkt ist, dann ist auch die Halsmuskulatur verspannt. Da Hals und Kopf zum Ausbalancieren des Körpers so wichtig sind, kümmert sich Claudia Jung ausgiebig um Ninas Nacken und streicht mit sanftem Druck über die Haut. Streichungen sind Massagegriffe, die man durchaus selber durchführen kann. Man kann gar nichts falsch machen. Diesen Griff kann man auch über Knochenvorsprünge rüberstreichen. Und man macht so viel Druck, also man stellt sich vor, man hat Öl unter der Haut, was man wegstreichen will. Und das Tier sagt mir eigentlich Bescheid, wann es in Ordnung ist. Wenn sich das Tier anfängt zu entspannen, die Augen zumacht, anfängt zu gähnen, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Weil gähnen ist immer ein Zeichen, die Massage kommt an und ich entspanne mich. Auch bei Massagen kann man einiges falsch machen. Deswegen sollte man sie erfahrenen Tierphysiotherapeuten überlassen. Dazu ist es wichtig, dass der Tierbesitzer überhaupt merkt, wann es angeraten ist, sein altes Tier zur Physiotherapie zu bringen. Zum Beispiel, wenn der Rücken bucklig erscheint, das Tier bei Berührungen zuckt oder sich die Muskulatur verspannt anfühlt. Verspannte Muskulatur fühlt sich an, als ob ich ein Stückchen Holz unter der Haut hätte. Wenn ich Muskulatur habe, die quasi schlecht aufgebaut ist, fühlt sich das so ein bisschen an, als ob ich in Zuckerwatte greife. Da ist da nichts. Und eine gute Muskulatur fühlt sich elastisch an, kräftig, aber trotzdem elastisch. Das federt einfach so ein bisschen, wenn ich da drüber gehe. Ninas Massage neigt sich dem Ende zu. Doch was ist danach? Wie können Tierbesitzer ihren alten Lieblingen zu Hause helfen? Man kann sich von dem Physiotherapeuten dann Übungen mitgeben lassen und dann kann er bestimmte Übungen auch zu Hause selber machen und immer so ein bisschen nacharbeiten. Und ich lege auch Wert darauf, dass die Hundebesitzer lernen, wie sich verspannte Muskulatur anfühlt. Denn je schneller sie kommen, wenn sie merken, dass sich die Muskulatur wieder verspannt, desto schneller kann man das mit der Massage wieder auflösen. Über den Rücken streichen, sanft die Ohren reiben oder vor dem Gassigehen die Pfötchen warm massiert bekommen. Gerade alte Hunde werden dankbar sein für solche zusätzlichen Streicheleinheiten.